ihr Lieben. Ja, wir sind gestern von dem Treffen im Sauerland von Up and Down Vanlife von Frank und Barbara weggefahren. Hatten noch keine Lust nach Hause. Wollen eigentlich zur Ostsee, aber da war die Wettervorhersage nicht so gut. Wir sind jetzt nach Bad Westernkotten gefahren. Und das ist der Reisemobilstellplatz an den Solethermen. Da sind wir hingefahren und ich sehe gerade, hier steht schon dieser Platz, ist videoüberwacht. Ich gehe da mal rein, Nicole ist da am Kassenautomat. Und Hallo ihr Lieben. Hi, ja. Also ich habe schon gesagt, wo wir jetzt sind hier. Ja. Und warum wir hier sind. Ja. Und hier ist also die Einfahrt zur Schranke. Ihr fahrt hier vor bis zur Schranke, wie es dort beschrieben ist. Ja. Und steigt aus und dann habt ihr hier diesen Kassenautomat. Übrigens ist das auch ein Top-Platz. Ja, da. Ne? Also wer sich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man einsehen kann mit Stellplatzampel, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ahnung. Auf jeden Fall heißt das jetzt nicht hier, dass ihr vor die Schranke fahrt und die Schranke geht hoch. Ihr stellt euch einfach nur davor. Genau. Und dann habt ihr hier den Kassenautomat und könnt dann auswählen von 1 bis 7 Tage, 2 Wochen bis 3 Wochen. Und der Automat leitet euch dann wie immer weiter. Hm. Wir haben hier pro Tag inklusive 2 Personen mit Kurtaxe 13 Euro bezahlt. Ist völlig okay. Ja. Ne? Ihr habt hier fußläufig 400 Meter ist die Solebad-Therme mit richtigen Solebecken, also und, warmem Wasser und all sowas. Und so ein Gradierwerk. So da fahren wir aber nachher noch hin. Das zeigen wir euch später. Wir machen jetzt hier noch den Stellplatz, den zeige ich euch nachher auch noch mal genauer. Ja. Wir sind jetzt nur hier mit dem Fahrrad dann hier vorgefahren. Ja. Und, ist ein ruhiger Stellplatz. Also wir haben eine ganz tolle Nacht verbracht. Ja, war jetzt, echt super. Ne, der ist auch total alles leer. Ne? Ja, okay. Wird wahrscheinlich auch Stoßzeiten hier geben. Ja. Aber jetzt zu unserer Zeit. Jetzt zu unserer Zeit ist er halt, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr. Viertel, ne? Mhm. Genau. Ja. Also ich habe jetzt nur gestern von einem Nachbarn, ich hatte mich mal hier durchgefragt, der hat mir nur gesagt, wenn man hier verlängern will, das geht am Automat nicht. Nein. Ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt. Oh. Ja, die eine Wolke da. Da muss man wirklich mit dem Fahrzeug einmal rausfahren. Und wieder rein. Und wieder reinfahren. Man kann ja Stühle und Tische stehen lassen, dann fährt du mit dem Auto raus und checkt sie neu ein. Jetzt wird immer mehr am Regen. Komm, lass uns mal um die Ecke gehen, da ist nämlich die Fähr- und Entsorgung. Ihr seht hier auch die Schranke zum Rausfahren, die ihr auch wieder mit dem Ticket hier wieder bedienen müsst. Ne? Ticket also rein, ihr habt so ein Schranke. Ticket. Ja. Wie immer, gerade jemand da. Achso, hier kann ich schon mal, Frischwasser ist hier an dieser Seite, muss natürlich gemünzt werden. Kleine Mengen gehen natürlich auch. Hallo. Hallo, hallo. Hier ist dann. Ihr habt jetzt hier die Fähr- und Entsorgung, wie überall üblich ist. Ne? Kassettenentleerung da. Genau, die Rinne ausreichend. Und halt den Müll. Gasflaschenservice gibt's auch. Ja, aber wie man da drankommt? Ich denke, da ist so eine Nummer, die man anrufen kann und dann werdet ihr mit Sicherheit versorgt. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Hattest du dann noch so eine Bücherecke gefunden? Ne? Ja. Gehen wir jetzt mal mit euch rum. Vielleicht könnt ihr ja auch schon lesen. Ja, hier ist einfach nur so ein Bücheraustausch und so ein paar Informationen. Und ansonsten ist hier nichts. Fragen, Anregungen, Briefkasten, keine Ahnung. Guck mal, hier ist sogar noch alles beschrieben. Ja, die Platzordnung, Trinkwasserversorgung, Informationstafel und all so ein Gedönse. Ne? Aber der Platz ist jetzt nicht so groß, dass man hier den Überblick verliert. Ne? Nein. Ihr habt hier auch ein paar Informationen, wo ihr irgendwo essen gehen könnt, also Gastronomie in Bad Westernkotten, China-Palast, alles, also verhungern werdet ihr ja auch nicht. Ja, schauen wir einfach mal. Ne? So, wir gucken mal, dass es jetzt hoffentlich nicht weiter regnet. Nee, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad weiter. Und fahren mal zu dem Gradierwerk. Mhm. Solethermen. Der soll ja auch ganz nett sein, dieses Gradierwerk. Ne? Soll ja für die Lunge gut sein. Und dann, und dann fahren wir da mal hin und dann machen wir ein paar Aufnahmen, zeigen euch die. Genau. Und dann zeige ich euch nachher noch eine Runde auf dem Stellplatz, wie das hier so aussieht. Ja. Ne? Ja. Ich würde sagen, bis später. Bleibt dran. Ciao. Genau. Tschüss.
So, wie ihr hier seht, gibt es sogar vor diesem Stellplatz zwei Wohnmobilstellplätze. Die dürft ihr benutzen von 8 bis 22 Uhr. Ob die jetzt was kosten? Ich glaube, der ganze Parkplatz ist hier sogar kostenlos, wie ich das mitbekommen habe. Ich habe das gelesen. Ist ja auch eine tolle Sache, wer einfach nur hier einen schönen Tag an der Therme verbringen möchte, kann sich dann hier hinstellen, wenn er Glück hat, dann noch einen Platz zu bekommen. Ne? Ja, weil die anderen Plätze sind ja höhenbegrenzt. Ne? Ja, ist nicht klar. Alle, aber, ja. Aber die meisten, die in der Mitte nicht außen, die könnte man so drauf fahren. Aber zwei Stellplätze stehen zur Verfügung und ist ja auch eine tolle Sache, finde ich. Ne? Also ihr müsst ja nicht bedingt dann auf den Stellplatz euch stellen. Ja, hier ist das schon. Ach nee, das Hotel zur Therme. Genau. Nicole, der Fahrradweg geht da weiter. Da hinten. Wenn du filmst, musst du was sagen. Ich filme die ganze Zeit. Okay. Ja, hier ein paar Schritte entfernt von dem Stellplatz habt ihr hier noch eine Minigolfanlage, die ihr noch nutzen könnt. Hinten so ein kleiner Trimmlichtfahrt mit so ein paar Sportgeräten. Also ein netter kleiner Kurpark noch. Ja. Und ich glaube, da sind schon auf der rechten Seite jetzt die Therme schon, ne? Ja. Ja, ist das schon. Ja, da ist die Therme schon. Sitzen wir hier, das ist wohl so ein Restaurant. Wollen wir mal reingucken dort vor? Aber das kannst du gar nicht. Na, da wirst du nichts sehen doch, können. Doch, da vorne. Also die Therme ist keine. Guck mal, da hinten ist das Gradierwerk schon. Da hätten wir hinlaufen können, Nicole. Da darfst du auch nicht mit dem Fahrrad hin. Nee. Wir stellen das gleich mal irgendwo ab hier. Ja, da vorne fahren wir. Dann gehen wir da mal hin. Genau. Die meinte ich. Sind die nicht witzig? Die Frösche. Jetzt zieht ihm die Hose aus. Oder guckt da rein. Cool. Mein Grill, meine Regeln. Ja, auch gut. Ja, hier der Kurpark, der ist nur für Fußgänger zugänglich, nicht Fahrräder verboten natürlich. Hier ist ein schönes Blumenbeet noch. Ei! Wer ist denn da? Liebe Grüße aus Bad Westernkotten. Ja, steht auch da. Ja, sind wir durch den Park gelaufen so. Sind schon viele ältere Leute hier. Und ja, jetzt gehen wir mal zum Gradierwerk. Nicole, wie gefällt dir das denn so? Oh, fremde Frauen. Nicole, sag doch mal was. Kannst du nicht nur hier lesen? Ah, dafür sind wir hier nicht hingefahren, ne? Mann, 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 dann gehe ich jetzt alleine. Ja, da ist schon dieses Riesenteil. Können wir da hochgehen? Ich weiß es nicht. Nee, das ist abgeschloten. Also dieses Gradierwerk, diese Sohle, das ist ja salzhaltiges Wasser. Guck mal hier, du siehst richtig hier das ganze Salz hier, das siehst Salz, du richtig, ja? Hier, ne? Ja. Ja. Das ist, soll ja wie so eine Höhle, so eine Tropfsteinhöhle. Ja, ne? Aber du siehst das hier überall, ne? Ja. Das soll ja die Luft wie vom Meer am Meer sein, ne? Ja, das soll ja gut für die Atemwege sein. Atemwege sein. Ja, da oben siehst du das, guck mal. Ich bin gespannt am Ende. Da oben siehst du das. Man aber ist ja schön am Meer dann zu fahren, ne? Nein, aber kann man wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera sehen, wie das da runter tropft. Eigentlich müsste man das doch sehen können. Da läuft so langsam da runter. Guck mal, ich glaube, da hinten siehst du es besser oder mehr. Ja, dann gehen wir mal da hin. Hm? Und wo fließt das Ganze dann hin? Wieder? Das wird wieder hochgepumpt. Aha. Da merkst du richtig, da drieselt so ein bisschen hier. Ja, so eine leichte Brise. Ja. Ich hab da gerade mal hier an so einem Tropfen. Ja. Schmeckt wie Nicole Suppen. Oh.
Hallo? Ja, ich glaube, da oben kann man sehen, wie das runterkommt jetzt. Als wenn es regnen würde. Ne? Ja. Wie so Nieselregen. Ja, so ganz feiner Nieselregen. Und hier soll man ja gut durchatmen können. Und das soll gesund für die Lungen sein. Ich nehme mal so einen Schwenk über das ganze Objekt. Und hier in der Reihe überall Bänke, wo man sich hinsetzen kann und die gute Luft genießen soll. Ja, eigentlich wollten wir ja zu diesen Lippstädter Seenplatten. Aber da sind wir dann auf diesen Camping- und Stellplatz hingefahren. Mhm. Und ja, wir sind dann zu einer total ungünstigen Zeit natürlich angereist. Hier irgendwie 23:45 oder so. Ne? Irgendwie so waren wir da, ja. Und die hatten dann natürlich mittags... Nee. Die hatten von 12:30 bis 14:30 hatten die zu. Genau. Und und dann haben wir so eine Dame dann noch getroffen und die sagte uns, dass das komplett wohl ausgebucht sein sollte. Ja, der Wohnmobilstellplatz, genau, ja. Genau, der nicht der Campingplatz. Genau. Ja, und dann sind wir dann halt hier hingefahren, ne? Ja, das war so der Grund, ne? Genau. Also, aber eigentlich, Moment eben, eigentlich finde ich das ja auch doof für einen Wohnmobilstellplatz, dass er Öffnungszeiten hat, ne? Da war auch eine Schranke, ja, weiß ich nicht. Kann man auch anders regeln, dass man dann durch die Schranke fahren kann und... Wenn die Plätze aber vorher reserviert sind, ne? Ist halt so, ne? Ja, keine Ahnung. Ist, wie es ist. Ja, ist, wie es ist, ja. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann da abgehauen und sind dann praktisch nochmal 11 Kilometer oder 12 Kilometer hier wieder nach Bad zurück. Mhm. Sind dann hier hingefahren und ja, jo. Den Eingang haben wir ja gezeigt gerade. Genau. Und, also für 1-2 Tage ist das okay, ja. Und wenn einer eine Therme besuchen will, auf jeden Fall, also... Soll wohl ganz nett sein, die Therme. Und ja. Ihr kriegt auch hier so eine... Die kriegst du das richtig ab, ne? Nee, die Kamera ist auch schon so ein bisschen so weiße Dinger da oben drauf von dem Salz eben. Ja, musst du aufpassen. Du kriegst dann so Kurkarten. Ja. Und mit denen kriegt ihr wahrscheinlich in der Therme sogar eine Ermäßigung. Gehe ich davon aus, ne? Denke ich auch mal, ja. Ja. Naja. Ja, wir werden jetzt bis morgen hier bleiben. Ja, morgen fahren wir dann. Morgen fahren wir entweder nach Hause. Wissen wir noch nicht. Oder noch woanders hin. Oder das Wetter soll ja gar nicht mehr so schön werden. Ne? Genau. Wir müssen auf jeden Fall Sonntag zu Hause sein, weil montags haben wir einen Termin und dienstags. Genau. Und danach ist wieder alles offen. Ja, fast, ne? Fast. Ja, so sieht das aus. Ja, wir laufen jetzt gleich hier nur so ein bisschen rum. Dann müssen wir noch ein bisschen was einkaufen gleich mal. Müssen wir so einen kleinen Laden suchen. Wir werden auch noch in die Stadt mal reinfahren. Ja. Ne? Gucken uns die Stadt so ein bisschen an. Ne? Wenn es da was Schönes gibt, was man euch zeigen kann oder ob das sich dann lohnt, dann machen wir das auch genau. noch. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich auf dem Stellplatz wieder, wenn ich euch eine kleine Stellplatzvorstellung mache. Wobei da auch nicht viel zu zeigen gibt. Aber ja, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie es hier aussieht. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, bis nachher. Ne? Ja. Tschüss. Hier ist ein Ding da war wahrscheinlich auf der Schraube drauf. Ja. Irgendwo. Das hat sich so. Ja, so wurde dann gesammelt. Wie im Meer. Jetzt haben wir gerade hier so einen, wie so einen Turm entdeckt hier. Ja, da steht so ein Schild, wo diese Sohle hergepumpt wird. Aus welcher Tiefe? 78 Meter tief. Und hier zum Beispiel der Salzgehalt, der schon mal an der Nordsee so einen Schluck getrunken hat. Der weiß, wie salzig das ist. Und der Salzgehalt ist hier fast doppelt so hoch. Mehr wie doppelt so hoch sogar. Und hier, das blendet dann natürlich so ein bisschen. Ich versuche mich mal so da vorzustellen. Da unten aus, da ist die Quelle, da wird das hergepumpt. Ich gehe mal von der anderen Seite. Das ist besser. Kann man gar nicht sehen, ne? Ja, schlecht. Kann ich euch leider nicht so gut zeigen. Ja, was soll ich sagen? Sind wir so weit gelaufen wieder, ne? Nicole fühlte sich auch schon ziemlich schwach. Und da haben wir immer ein Mikrofon in der Hand da. Und was hast du dir da gewünscht, Nicole? Ja, wie immer, ne? Was du dir gewünscht hast, wenn wir irgendwo sind. Ich wollte gar nicht hin. Komm. Aber guck mal. Oh. Wie immer. Wie immer, ne? Aber sieht gut aus.
Und trinken wir noch einen Cappuccino bei und dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ja, in der Stadt, also so, ne? die Stadt, die ist also jetzt nicht groß. Ne? Wir haben gerade mal bei Google Maps geguckt. Mhm. Wir sind hier eigentlich schon im Zentrum. Ja, ja. Naja. Wie auf dem Dorf, ne? Wir lassen uns dann jetzt mal schmecken wieder. Genau. Wieder ohne euch. Bis bald. Ciao. Ciao. So, ich nehme euch jetzt nochmal auf so eine Runde mit. Ihr seht hier, die Stellplätze sind nummeriert, 08, 09 und so weiter. Und die Nummern findet ihr dann auch auf den entsprechenden Stromsäulen wieder, wo ihr dann halt euren Strom kauft. Ich fahre jetzt mal zu so einer Stromsäule. Ja, da stehen halt die Nummern drauf und ja, kennt man ja. Ja, der Platz ist echt schön so. Wiese, befestigter Untergrund. Und ja, für größere Fahrzeuge auch geeignet, die steht ja hier quer. Ja. 44 die Nummer. 45, ich denke mal 45 Stellplätze hat der hier. Ja, hier waren wir ja vorhin schon mal bei der Fähr- und Entsorgung. Ich fahre noch einmal hier rum. Frischwasser gab es ja hier. Hier nochmal die Einfahrt. Hier ist für Behinderte ein Stellplatz extra. Ja, so sieht der Platz hier aus. Also Keile sollte man auch mit haben, weil der Platz ist nicht ganz gerade. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Mehr kann ich euch leider gar nicht hier vorstellen. Den Rest haben wir ja vorhin gemacht. Ja. Da soll es gewesen sein, ne? Wollen wir schon mal Tschüss sagen? Ja. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.